Hey zusammen. Hi. Hi. Auf was warten wir? Hi. Auf mich, bis ich mal das Passende für mich gefunden habe. Ich kann mir nämlich nicht entscheiden. Die Frauen mal wieder. Pride Tari gefällt mir. Danke. Hashtag Pride. Mir gefällt die Afghanen, Alter. Mir nichts. Ich fand dein Panzertape-Maske viel besser. Ich feier übrigens, wie ich mittlerweile kein Geld habe für richtige Kleidung. Ich will mein Handy. Danke. Muss immer die gleichen Stofffetzen tragen. Ja. Stinkt schon mittlerweile ein wenig. Hallo, this is 911. What emergency service do you require? Okay, we got two teams. Split up. Fick dich! I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Also, falls ihr dessen beiden Folgen verpasst habt, das kann sie kurz zusammenfassen. Station Team, you're going for the Bolingbroke Transit Schedule. Dankeschön. Fest ist ziemlich gut zusammen, ja. Finde ich da auch. Ich hasse diesen Hurensohn. Wen? Der Kerl, der da gerade redet. Jetzt kannst du. Danke. Ich mag es nicht, unnötig zu warten. Hallo, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Oh mein. Ich spüre, es haben nach dem Rest gelenkt. Kein Problem. Ich bleib stolz auf dich. Danke. Aber das Gute ist, Chris kann jetzt seinen Waffenrad benutzen. Das ist eine Steigerung. Yes. Bald kann er auch laufen. Vielleicht kann er auch bald fahren. Du fährst in jeden Scheiß rein. Du dürfen. Aha, ja. Ich wusste, ist das sage, passiert was. So, neuer WhatsApp-Status. Sehr trauriger, oder ein halbtrauriger Smiley. Danke, Chris. Ich bin wegen dir enttäuscht. Nein! Sei nicht enttäuscht. Ich mach jetzt auf keinen Prüfstand. Ja, hier runter. Du bist zu früh abgebogen. Jetzt war's richtig. Du sollst nicht gegen die Wand fahren. Fahre dahin, wo ich es will. Ich weiß. Oh, ist oh. Okay, alles klar. Tour Barrel Roll. Maske. Ja. Nee, gut. Ich bin ja auf Garn einfach wieder. Alter, kannst du mal bitte. Danke. Stehst im Weg. Ah, mein Waffenrad mal wieder. Nimm das Touchpad. Ja, auch das ist buggy. Dann liegt's einfach an der Mission bei dir. Oh. Du sollst die abschütteln, ne? Du weißt, was du zu tun hast. Ja, hoffentlich. Ah, oh, ich hab auch meine Waffe wechseln können. Wie? Mit Glück. Decoy? Ja. Was machst du da? Versuche zu fahren. Wie kommst du dir? Oh ja. Ich nehme eine Abkürzung. Das ist eine Wand. Das ist da eine Wand. Braucht man die? Danke. Hier ist eine. Ja, auf Gas zu geben! Bitte. Ich wollte sagen, irgendwann habe ich den auch noch. Sind die Cops los? Endlich. Yep.
Oh Gott, hinter mir war der, oder? Vor dir ist einer. Meinst du? Sehe ich auf der Mine. Meinst du, das ist der Typ, der mich gerade angeschrien hat? Genau so hat er geschrien. Nein, runter da. Ja, der ist runtergefahren. Inventar, Snakes. Gönn dir eine Cola. So. Wie gesagt, eine Abkürzung. Ja, die nehmen wir gerade auf. So, und jetzt hoffen wir, dass da nichts Internet standhält. Ich hoffe, dass ich hier irgendwann mal rauskomme. Das ist für uns kein Problem. Hauptsache, dein Internet bleibt stabil. Jupp. Jetzt kackt meins ab. Bitte mal den Teufel nicht an die Wand. Ich mag Teufelgemälde-Bilder nicht. Aber sie sind doch cool, oder? Ein Gemälde der Vorteil wird's ist, nicht. Der Vorteil ist, wenn das so weitergeht, müssen wir das Auto nicht abfackeln. Ja. Das geht dann von selber kaputt. Die Polizisten müssen sich aber ziemlich wundern, was da für ein Auto gerade kommt. Nein. Okay, ich muss Snacks essen. Bleib einfach mitten auf der Straße stehen, passt schon. Snacks. Hey, du hast wenigstens Snacks. Ich muss ohne auskommen. Ah ne, ich hab noch ein paar. Nimm ich direkt. Mann, ey, diese scheiß NPCs! Ich krieg hier einen fucking Anfall! Die Leute sind ja online noch schlimmer als im Singleplayer. Ja? Natürlich, weil hier können sie. Raten, in welchem Teil ich zweimal gestorben bin. Ihr fährt doch gerade mit dem Auto weg, nicht wahr? Ja. Der Verkehr ist so scheiße. Oh, das sind Leute. Mann, hör auf, in mich rein. Boah, ich krieg hier einen fucking Anfall. Lockratz, aber das ist der rote Kreis da. Wir waren wohl anscheinend ein bisschen zu nah dran bei denen. Okay. Oh. Ja, die Motorhaube brauchen wir sowieso nicht mehr. Ja, Motorhaube ist kaputt. Jetzt haben wir ein weißes Auto. Wir machen unseren Job nur einfacher damit. Wir hatten auch mal ein weißes Auto. Ist jetzt rot. Gute Zeit. Also es war nie weiß, aber... Ja. So, Nico, mach das scheiß Auto kaputt. Ja, Patrick auch, also wirklich, wie man so unverantwortlich fahren kann. Ja. Ja. Richtig scheiße fahr. Ja, alles deine Schuld. Hä? Junge! Du bist ein dummer Bastard, hier. Es brennt. Mein Lichtlein brennt. Das, was du kannst, kann ich auch. Ich fahr jetzt auch als Geisterfahrer. Blöder Penner. Boah, da fällt mir ein Witz ein. Ja. Hört man so im Radio, ja, das ist ein Geisterfahrer, oder? Sagst du der Fahrer, hä? Nur einer? Gut. Ich finde es traurig, dass du darüber lachst. Polizeiwagen ist kaputt. Ich habe sehr, sehr großes Interesse daran, einfach eine fucking Granate nach hinten zu werfen. Ich auch. Warum machen wir es nicht? Polizei. Polizei ist mir sowas von scheißegal. Okay. Lass mal schön im Cabrio rumfahren. Siehst du, Polizei ist mir scheißegal. Nicht nach vorne! Alles gut. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja super, jetzt haben wir die Polizei! Voll rum. Auf die Abi! Man guckt mal an, wie schnell wir sind. Ja. So schnell, dass wir schon
nächsten Polizisten in die Arme fahren. Ist doch egal. Und die Polizisten sind nicht so. Die Das heißt nicht so schlimm wie. Die scheiß. Typen. Und die Polizei wurden wohl so los. Weil die Typen müssen wir, glaube ich, sogar killen. Was siehst du? Weil die verfolgen uns ja immer noch. Ich glaube, wir müssen die killen, damit die überhaupt, ne, weg sind. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die spawnen so lange nach, bis wir in der Nähe sind. Wir müssen gleich da hin, ne? Yep. Cool. So, wir sind wieder zu Hause. Ne, wir nicht. Ja, hat einen schönen Ausflug. Treffen im gemeinsamen Hügel. Ich hab grad von der Polizei gestört. Ich hab grad fucking RP dafür bekommen, dass ich die Polizei los wurde. Mhm. In dem Moment bekam ich die Polizei wieder. Ach, schön drauf geklopft. Yep. Silvat, kommt hier doch hoch. Ihr Wichser. Ja, jetzt hängen wir sie wirklich ab. Hoffentlich. Ja. Wir sind 1000 Meter weit. Hilf den Kasko zum Übergabeort zu liefern. Mann, ich kann nicht mit dem Einsatz zuschauen. Ja, oder ich kann mich ein... Achso, ich will nicht die Bong. Nein. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann warte ich draußen auf die. Drin ist es so langweilig. Alles gut. Hätte es nicht besser machen können. Es war der sicherste Weg, den wir jemals gehen konnten. Wir müssen den nicht in ein Stück hinbringen, oder? Wir können noch ist es ein Stück. Okay, ich glaube, die Bong war nicht die beste kaufen. Idee. Es ist ein bisschen grün und pixelig und so. Nicht gerade das angenehmste. Grüner während, Saft, während Jakob. Wir hart arbeiten, hauen die sich die Birne voll. Was heißt, ja, wir haben unsere Arbeit schon getan. Was heißt die? Das ist ungünstig. Okay, cool. Du? Bei mir schwebt grüner Saft einfach mal in der Luft. Wow, ich glaube, wir haben cool. Ganz viele Drogen genommen. Was meinst du? Aber nagel mich das drauf fest wie Jesus. Ich meine, Decor, kannst du mal hochkommen? Geht grad nicht. Ah ja. Ist halt echt. Ja, Moment. Kann ich ein Foto davon machen? So. Mal Stelle, wir haben jetzt unsere Arbeit erledigt. Hey, der hat uns gedreht. Netter Typ. Hoffentlich dreht er kein krummes Ding. Ja, doch uns. So, Foto ist gemacht. Ihr seid krumm? Ja. Wir sind das krummste Ding, was du jemals gesehen hast. Es ist egal, wo wir warten. Jo. Dann komm ich mal zu dir. Du könntest jetzt zum Beispiel auch einfach losgehen und zu denen fahren, soweit es geht. Oh, das ist eine Waschmaschine. Ja. Bronze! Silber! Geil! Ich hab schön das Polizeiauto gefahren. Gut, ich hab's beinahe in einem Würfel gefahren. Aber. Du mich verarschen? Du hast jede das hier ist fucking Auto mit Schnummer des Gondes. Ja! Das ist eine Laterne, wo ich noch nicht dagegen geknallt bin. Ja, sind beide gut gefahren, ne, Patrick? Ja. Ja. Du hast irgendwann sehr schön quer zwischen Auto und Wand gestanden. Kennen wir gar nicht, ne, Patrick? Also, das sind so wie die Szene bei Austin Powers.
Falls ihr euch erinnert, wo er versucht zu... Was genau das quer drin steht. Immer vor zurück, vor zurück. So ungefähr stand der da drin. Ich kenne nur Gegner, die kurz vor mir aufkommen. Nur, dass ich nie zurückgefahren bin, weil vorwärts immer rückwärts eben. Im Geisterverkehr. Mhm. Immer noch dumme Arschlöcher. Bist du in deinem Apartment? Nee, also gerade nicht. Ich bin im Ladescreen. So. Bin in meinem Apartment! Ah, so ein schöner Fernseher, den du da hast. Danke. Aber okay, als nächstes. Natürlich hat sie an der Bon gezogen. Mann, ich komm wegen dem fetten Typen da nicht rum. Warte auf Erlaubnis. Ja, sorry, da war, da war eine fette Sau im Weg. Alles am Alkohol. Aber okay. Doch nur rum. Das wär's für diese Folge. In der nächsten Folge beginnt dann der Höllenritt. Auch wenn ich gerade schon meinen Trip habe, aber okay. Dominik hat seinen Tripper. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.